Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute etwas kürzer, kurzer, weil ich heute noch gerne mit meinen Eltern Ostereier färben möchte. Das werde ich dann auch zu einem, also das werde ich dann auch in meinen Osterblock mit einarbeiten. Und der müsste dann zwischen Dienstag und Mittwoch kommen. Also am Dienstag kommt er vielleicht. Oder am Mittwoch, kommt drauf an, ob ich nach Ostern fertig bin oder nicht. Oder wie gesagt, am Mittwoch, dann kämen dann am Mittwoch halt zwei Videos auf einmal. Gut, das so dazu, um es mal anzumelden. Und ja, ich wollte mit euch so über diese Feiertage, über diese Zeit, Ostern, über die Freizeit und sowas reden und wie ich das immer früher gemacht habe. Und ja. Also bei mir war das immer so, dass bei uns zu Hause gab es spätestens, wirklich spätestens an einem Feiertag den Ultra-Streit. Wir haben da entweder uns angeplafft, angezickt oder richtig die Türen gebatscht sind dann teilweise. Weil, ja, da ist eben einfach viel zu viel Erwartungshaltung draufgekommen, das war viel zu viel Druck und irgendwie sind wir dann alle aneinander geraten irgendwann. Und deswegen habe ich dann erstmal die Feiertage schon als Kind nicht so ganz so toll gefunden, weil ich immer gedacht habe, oh Manu, dann gibt es wieder Streit. Dann ungefähr vor einem Jahr oder so hat sich das dann geändert und seitdem, oder vielleicht auch schon vor 2 Jahren, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall wird es jetzt mit jedem Jahr besser und unsere Feiertage laufen auch wirklich viel schöner und harmonischer ab. Und inzwischen haben wir wirklich was von den Feiertagen. Das schöne Beieinandersein ist dann auch wirklich so gegeben. Und ja, früher muss ich sagen, mochte ich die Feiertage, also im Sinne von frei haben, keine Schule haben. Fand sie dann aber auch doof andererseits, weil sie ja sozusagen eine Änderung in meinem Alltag bedeutet haben. Das hieß dann nicht aufstehen, Schule gehen und sowas. Sondern es hieß dann ausschlafen können oder eben, dass gar nichts im Fernsehen kam, was mich damals interessiert hat. Und solche Sachen. Und das war dann eben für mich immer ein bisschen schwierig. Und ja, ich fand es dann auch anstrengend, so dieses, auch wenn es jetzt sich vielleicht ein bisschen gemein anhört, aber beide Elternteile um mich herum haben müssen. Das war nicht damals auch nicht so prickelnd. Das war so dann dieses, die verschwören sich doch immer gegen mich. Also sowas wie ich frage, ob ich ein Fahrrad kriege und dann frage ich Mom und sie sagt nein und Dad, dann frage ich Dad und er sagt dann eben auch nein. Und das war dann so dieses Kindergarten, die sind immer alle gegen mich. Keine, die halten immer nur zusammen. Ja, und das, also ich bin immer noch heute überzeugt, dass meine Eltern viel zusammenhalten, aber. Ja, heutzutage ist man in einem Alter, wo man es bespricht, wo man drüber spricht, wo die Probleme sozusagen erst schon von Anfang an besprochen werden und dann nicht irgendwie zu so einem riesengroßen Ding werden. Und damals war es dann halt so, dass es nicht besprochen wurde, dass es nicht geklärt wurde. Und dann ist immer gleich zu so einem riesen orkanartigen Streit gekommen. Und ja, das war dann irgendwie doof. Dieses Jahr ist bei uns zu Hause nicht besonders viel los. Also wir gehen am Morgen, ja ich glaube es ist morgen, zu meinen Großeltern und verbringen dort dann Ostern. Wir essen dann da zusammen Knödel mit Soße und Rotkohl. Das esse ich echt gern. Eins meiner Lieblingsessen. Meine Oma kocht auch Suppi. Und dann am Sonntag sind, glaube ich, meine Eltern weg, aber das weiß ich nicht mal sicher. Und am Montag weiß ich auch noch nicht, was ist. Also bei uns wird immer von Tag zu Tag geplant. Was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall meinen Hasen über die Weihnachtszeit, sage ich da. Oh. Es tut mir leid, ich bin ein wenig verpeilt und ein wenig total übernächtigt und ja. Ich habe nämlich noch eine ganze Menge Arbeit zu tun gehabt, dieses typische Zeug, was ich so den Tag über mache. Und da habe ich ein bisschen vorgearbeitet, damit ich über Ostern bei meinen Eltern und meinen Großeltern Zeit habe und auch im Gedanken frei habe. Und
Deswegen habe ich jetzt zwei, drei Nächte etwas weniger geschlafen. Und jetzt merkt man es mir auch langsam an. Ich bin total verpeilt und pillepalle und ich kriege kaum die Augen auf. Und ja, nicht gerade so klug. Aber vielleicht schaffe ich es heute, mal früher ins Bett zu gehen. Und ich wette mit euch, genau in diesem Moment, wenn meine Mutter das Video sieht, wird sie lachen. Ich sag's euch, ich wette es mit euch wirklich. Da bin ich bereit zu wetten, weil das glaubt sie mir nie im Leben, dass ich es wirklich versuche. Oder dass es wirklich klappt. Aber ich gebe mir Mühe. Ja, gut. Heute, wie gesagt, etwas kürzer. Dafür vielleicht am Mittwoch zwei Videos. Wir sehen uns dann übrigens am Mittwoch. Oder am Dienstag, kommt dann halt drauf an, wann ich das Video geschnitten kriege und alles. Also ja. Aber ich gebe Mühe und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Karfreitag noch. Ich wünsche euch wundervolle Ostertage, die ich, wie gesagt, mit meiner Familie verbringe. Und ja. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Ich freue mich auch über ein Abo jederzeit. Und wenn ihr Fragen habt oder erzählt mir, wie es bei euch bei Ostern sein wird, schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Und ja, ihr könnt mir aber auch anderes schreiben über Facebook oder Twitter oder eben auch eine E-Mail schicken. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Tschüss!